Salat mit karamellisiertem Schweinefleisch I und Koriandergrün 1 und Thaiasilikum 1 und Minze 2 Frühlingszwiebeln I Schalotte 1 rote Chilischote 12 Kirschtomaten 1 Handvoll gemischte Blattsalate 1 Stück Ingwerwurzel, Klammer auf ca. 3 cm Klammer zu 2 Limetten 2 Esslöffel Nampla, Klammer auf Fischsoße Klammer zu 300 Gramm roher Schweinehauch ohne Schwarte, Klammer auf durchwachsene Speck, Klammer zu, 4 Esslöffel, Pflanzenöl, 2 Esslöffel, Palm- oder Rohrzucker, Salz und Pfeffer, außerdem, Zitruspresse, Bambuskörbchen zum Dämpfen, die Koriander, Basilikum und Minzeblättchen von den Stängeln zupfen, die Frühlingszwiebeln und die Schalotte schälen und in feine Ringe schneiden. Die Chilischote längs aufschneiden, Stiel und Samen entfernen und ganz klein schneiden. Die Kirschtomaten vierteln. In einer Schüssel die Kräuter mit Chilischote, Zwiebeln, Schalotte und Tomaten mischen. Den Ingwer schälen und fein hacken. Die Limetten auspressen und den Saft mit der Fischsoße und dem Ingwer verrühren. In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen und das Bambuskörbchen aufsetzen. Schweinebauch in 1 cm dicke Scheiben schneiden und in den Korb legen. 10 Minuten im Dampf garen, bis das Fleisch weiß ist, dann in dicke Streifen schneiden, das Öl in eine Pfanne 1-2 Minuten kräftig bis zum Rauchpunkt erhitzen, Fleischstreifen zufügen und goldbraun braten, den Zucker einstreuen, 1-2 Minuten karamellisieren lassen und die Pfanne kurz vom Herd nehmen, die Ingwerlimettensoße zufügen und nochmals gut aufkochen lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Speck mit dem Bratenjus auf dem Salat verteilen, sofort servieren.